Hey YouTube, was geht ab? Ich habe letztens in meinem Stream mal ein neues Spiel gespielt, von dem ich absolut keine Ahnung hatte. Wir haben den Landwirtschaftssimulator 2022 gespielt und das ist ein Game, bei dem man auf jeden Fall Ahnung haben sollte. Es ist super lustig gewesen, weil ich von Anfang an alles falsch gemacht habe, was man falsch machen konnte. Wenn euch das Video gefällt, dann denkt doch bitte an einen Daumen nach oben und wenn ihr neu seid, könnt ihr mir auch gerne ein Abo gönnen. Wenn ihr noch mehr von dieser Fail-Aufnahme sehen wollt, dann schreibt mir es bitte in die Kommentare. Ansonsten bin ich damit raus und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Junge, was ist das denn schwer? Eine wirkliche Herausforderung. Die Wirtschaft ist verhältnismäßig unnachgiebig, die Preise sind niedrig und du hast schon einen saftigen Kredit bei der Bank. Wieso sollte ich Kredite haben? Ich habe noch nichts gemacht, Alter. Möglichst realistische Zustände. Alter, Realismus muss sein, Alter. Möglichst realistische Zustände. Komm, wir gehen schwer rein. Sehe ich etwa aus, als ob ich nichts von meinem Handwerk verstehen würde? Howdy, Partner! So, bei null Beginn, Junge. Ich übernehme den Hof mit dem saftigen Kredit von Opa Rudi. Rein da. Wirkliche Herausforderung. Howdy! Wähle eine Karte. Elm Creek, Junge. Ach so. Elm Creek, ja, sieht saftig aus. Saftige Wiesen. Hier, der Weizen kommt gut hoch. Das passt. Hautbeileron. Junge, Heißluftballon, okay, ist krass. Erlengrad, okay, Junge. Also, ich gehe nach Österreich. Junge, ich gehe nach Österreich und ich räume Opa Rudis Hof wieder auf. Schön saftige Wiesen, saftige Berge, saftige Bäume, saftige Mädels. Alles am Start hier. Jawohl! Wir können unseren Farmer selbst kreieren. 12 Sekunden später. Eine Brille. Ich feiere das Game jetzt schon. Okay. Wir haben August, es ist 8:15 Uhr. Und ich habe 500.000, Junge. Jetzt muss ich mich entscheiden. Land, Forst oder Tiere? Ja, komm, wir machen ja erstmal Tiere. So ein kleiner, süßer Milchbauer werde ich hier. Sandra Steiner, Junge. Vertrag Pflügen. Wen jetzt? Die Sandra Steiner oder ihr Feld? X für Land. Was ist denn Land? Ach so. Ah, da kann man das kaufen. Holy shit. Also, wir müssen mal planen. Okay, Leute, lasst uns mal kurz planen. Wenn wir jetzt, angenommen, wir wollen Tiere halten, dann brauchen wir eine Weide und einen kleinen Stall. Das ist auch ein kleiner Stall hier, oder? Okay, also für Schweine bräuchte ich ohne irgendwas, ohne Land, 329 Riesen, um überhaupt anzufangen. Dann müsste ich jetzt halt auch mal wissen, was eine Kuh kostet. Sagen wir mal, mit Kühen, mit Stall und Weide bist du bestimmt bei 350k. Dann hätte ich nur noch 150k fürs Land. Und dann hätte ich schon halt nichts für Transport und sonst irgendwas. Warte mal, Finanzen. Lass mal gucken, kann man hier noch was aufnehmen? 5000 Laien. Kann ich das auch irgendwie. What the hell? Oh my God! Okay. Jetzt haben wir 650k. Okay, ich glaube, wir machen das so. Wir machen das so. Das wird gut. Bauer Öhle hat hier alles im Griff. Ich habe noch mal was aufgenommen. Sagen wir mal ein bisschen mehr extra hier. 650.000. Die verdienen wir am Schlaf und dann passt das. Du musst jetzt mal hustlen, du kleiner Drecksack. Naja, komm, wir kaufen das mal. Wenn's schief geht, dann liegt das an Bauer Öhler. 260k für das Land. Okay, wir haben das Land gekauft. Ich habe noch 380k. Ist das jetzt mein Haus? Oder was geht hier ab? Müsste ja eigentlich. Achso, ist nur Deko. Geil. Och Mann. Hey, wer fährt da auf meinem Land rum? Wer bist du? Sofort raus. Sofort raus. Hey Junge, bist du ein bisschen dumm oder so?
Okay. Baumenü. Ich könnte jetzt für Tiere, Kühe hier noch für 250k so einen Stall kaufen. Hof soll schön werden, der soll krass werden, ja? Kann ich mir jetzt irgendwo ein Auto mieten? Und da das ist wahrscheinlich nicht so optimal gemacht. Könnte ich das jetzt irgendwie noch retten? Oder nicht? Okay, das ist jetzt schon scheiße. Ja. Ich meine, ich glaube, das könnte ich ja anpassen, wenn es ein bisschen weiter weg wäre. Komm, ich stelle es jetzt einfach hier hin. Okay, das sieht jetzt schon ziemlich mongohaft aus, aber das ist besser als davor. Okay, Tiermenü öffnen. Ach! Digga! Wie viele Kühe kann ich denn kaufen, Mann? Auswählen. Ach so, Holsteinkühe. Wie viele? Die sind doch billiger als gedacht. Komm, wir kaufen mal 20 Kühe. 33 Riesen? Rein da. Was mache ich hier? Okay, wir haben 20 Holsteinkühe. Okay. Und jetzt? Okay, sie schreien schon nach mir. Oha! Oha, Junge! Okay, ich brauche Nahrung. Nächstes Problem, wo kriege ich Nahrung her? Warte mal, die chillen jetzt hier einfach, oder was? Die hauen auch nicht ab. Moin. Anzahl 20. Den geht's aber anscheinend gut. Ja, Jungs. Was mache ich denn jetzt mit euch? Ich habe keine Ahnung von dem Business hier. Wie kriege ich ein Essen? Jungs, helft mir doch mal. Scheiße. Yo, moin, Motorex. Fahrzeughändler öffnen. Achso, nee, brauch schon eine neue Karre. Yo, komm, ach du Scheiße, Mann. Gibt's nicht normale Karren? Doch, Autos. Ah, ich kann den mieten. Konfigurieren. 1200 am Tag. What the fuck? Ja, komm von mir aus. Lizard Pickup. Oh, yes, boy. Also, jetzt haben die Leute schon mal Respekt hier. Okay, jetzt muss ich hier zum Viehhändler fahren. Markierung setzen. Let's go. Spanngurte anbringen, junge Helfermenü, Auto aufklappen, Motor starten. Kerle. Ist ja geil. Wow, Alter. Das Ding schießt ja los. Der ist jetzt nur gemietet. Alter, was hat denn der für eine goofy Steuerung? Ja, komm, wir fahren einfach drauf los. Das wird schon... Ey! Bruder, du kannst doch nicht einfach abbiegen, wenn ich hier lang fahre, Mann. Bist du scheiß im Kopf? Digga, ich bin gerade vom Hof gefahren. Direkt erster Unfall. Ey, ich hab schon aufgehört zu lenken. Nicht ins Wasser, Bruder. Ich glaube, mein Bauer ist noch ein bisschen auf Crack, Junge. Der hat nicht so gut gepennt. So, komm. Fahr einfach normal geradeaus und ein bisschen einlenken. Ja, perfekt. Alles entspannt hier. Ja, der fährt einfach raus. Junge, hast du mich nicht gesehen oder was? Okay, und jetzt drifte ich hier drauf. Kann ich driften? Wow. Achtung, Sackgasse. Moin, Jungs. Ey, ich hab schon aufgehört zu lenken. So, sorry, ich bin neu im Business, ja? Junge, der schaltet echt wie so ein Oger da drin. So, was geht denn jetzt ab? So, wie mach ich das wie mach ich den Motor aus? Nee, so nicht. Warte, welche Taste ist für den Motor? Ah, perfekt.